Essen ist mit so eine Leitmesse für Tuning, Sport und alles, was so ums Automobil kreist. Die Automobilbranche braucht auch hier im Ruhrgebiet eine Leitmesse und das ist ohne Zweifel die Motorshow Essen. Und wir freuen uns, dass die Stimmung auch wieder eine andere ist. Es gibt auch Leute, die sind einfach haben Freude an der Optik. Und für diese Leute bauen wir eben die Aerodynamiken. Für die Performance eines Fahrzeugs ist auch massiv ein Fahrwerk zuständig. Da sind wir auch Profis und Spezialisten drin. Und genauso wichtig ist es, dass man einen vernünftigen Reifen hat, der die Verbindung zur Fahrbahn herstellt. Wir bauen Autos mit sehr viel Leistung. Im Moment legen die Leute sehr viel Wert auf Interieur-Exterieur-Arbeiten, sprich Individualisierung Innenraum. Der Condiforce-Kontakt bietet halt mehrere Möglichkeiten. Sprich, einmal habe ich die Möglichkeit, ein sehr hohes Trockenhandling-Verhalten, das heißt sehr präzise in Lenkbewegungen, im Nasshandling-Bereich sehr gut. Und natürlich habe ich die Chance, mit diesem Reifen zur Rennstrecke zu fahren, auch von der Rennstrecke wieder wegzukommen. Ich schätze, der Reifen ist an sich die wichtigste Komponente am gesamten Automobil, weil das ist zum Schluss der Kontakt zur Straße. Wir haben sehr schnelle, sehr schwere Fahrzeuge aus dem Hause Mercedes-Benz. Da ist es sehr wichtig, einen guten Reifen zu haben. Mit dem neuen Continental Sportkontakt 5P haben wir ein sehr, sehr gutes Produkt, was prädestiniert ist für diese Fahrzeuge. Es ist eine schöne Symbiose zwischen Tuning und Reifenhersteller. Reifen werden immer größer und somit denke ich, findet die Kooperation oder die Weiterentwicklung immer wieder statt irgendwo. Das ist auch wieder ja, die Freude am Automobil, die man ausleben möchte, spürbar. Und das beflügelt uns natürlich, hier zu sein und spezielle Sonderlösungen für ganz spezielle Anwendungen präsentieren zu können und zeigen zu können. Ja.